Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Johnny und heute zeige ich euch mal das Yeti von Blue. Das ist ein USB-Mikrofon im Preis von 100 Euro. Normalerweise 125 Euro, wie es momentan auf Amazon kostet. Nur die schwarze Version hiervon kostet halt 25 Euro weniger, sprich sind es 100 Euro. Und in Schwarz sieht das Ganze auch wirklich noch schick aus. So, jetzt zeige ich euch mal gerade die Verpackung. Das Mikrofon ist kompatibel mit Mac und auch mit Windows XP, Windows 7 und Windows 8. Hier werden auch 64 MB RAM mindestens erforderlich sein, aber das sollte normalerweise jeder Rechner haben. Ja, fangen wir mal mit der Verpackung an. Oben ist auch so ein Yeti zu sehen, wie auch auf der ganzen Verpackung, wie ihr gleich sehen könnt. Ja, die vordere Seite, dann zeige ich einmal die hintere Seite oder was auch immer, welche Seite das ist. Hier seht ihr auch ein paar Yetis abgebildet. Das Ganze ist auch in Englisch und Französisch geschrieben, also nichts Deutsches dabei. Aber das sollte normalerweise auch kein Problem sein für diejenigen, die auch ja, Englisch gelernt haben, was normalerweise Standard ist. Hier auf der anderen Seite seht ihr auch nochmal das Mikrofon von der Seite und auch von der oberen Hälfte des Mikrofons, ohne diese Metallschutzdichtung. Wie es da drunter aussieht. So, könnt ihr euch mal alles noch angucken, auch pausieren, wenn ihr möchtet. Ich sag gleich noch was drüber, wenn ich es ausgepackt habe. Hier zu den vier Settings, die auch wichtig sind. So, hole ich das mal ein bisschen näher ran. Zum einen ist einmal die Stereo-Version davon da. Das heißt, welche Seite ihr vom Mikrofon spricht, sagen wir mal jetzt mal von der rechten Seite, wird es auch auf den Kopfhörern auf der rechten Seite nur zu hören sein. Dann ist einmal, also das ist Stereo, dann ist zumal auch Cardio, wo ihr nur von der Vorderseite am besten zu hören seid. Dann einmal Omnidirectional. Das ist von allen Seiten, da könnt ihr auch das Mikrofon ja, von der rechten Seite hinstellen und ihr werdet das auch noch gut zu hören bekommen. Also die Stimme. Und dann auch einmal Bidirectional. Das ist zum Beispiel für Interviews am besten geeignet. Da ist halt von der Vorderseite und von der Rückseite hört man eure Stimme am besten. So, dann packe ich das gerade mal aus und mache dann gleich weiter. Hier ist das Ganze schon mal weiter ausgepackt. Hier seht ihr auch einmal noch die Anleitung. Dürfte aber nicht so wichtig sein. Oder falls ihr ein paar mehr Infos braucht, könnt ihr auch die ganze durchlesen. Hier ist aber alles nur in Französisch und in Englisch geschrieben. Das könnte man normalerweise bei einem 100-Euro-Mikro in mehreren Sprachen ausgeben. So, dann ist hier einmal das USB-Kabel, ganz normal USB 2.0 auf ja, so ein Mini-USB-Anschluss. So, jetzt kommen wir direkt mal zum Mikro. Ist auch schön eingepackt, kann nichts kaputt gehen oder dürfte nichts kaputt gehen. Na? So. Noch ein Säckchen dabei gegen die Feuchtigkeit und unten auch nochmal. So, und hier haben wir schon das Mikro. Ich drehe es einmal direkt für euch um, so wie es normalerweise auf dem Tisch dann zu stehen ist. Ist ein bisschen blöd mit dem Mikro jetzt, ihr könnt das Ganze nicht so gut sehen. Ich versuche es trotzdem mal ganz hinzubekommen.
Das ist ja eigentlich so die wichtigste Seite. Ja, hier seht ihr Schriftzug Blue. Dann oben einmal, wo ihr reinsprechen tut. Hier ist einmal der Mute-Button. Falls ihr mal im Spiel mal euch muten wollt, da braucht ihr nicht einfach in Windows reingehen und da muten. Könnt ihr ganz einfach dann am Mikrofon machen. Dann einmal die Lautstärke. Könnt ihr dann auch hier regeln. Für die Kopfhörer. Das seht ihr auch hier auf der Unterseite. So. Darf nicht so doll blenden. So, hier genau. Hier ist einmal fürs Mikrofon die Buchse und einmal für ein USB-Kabel. Dann könnt ihr auch noch hier das auf so ein Stativ draufstellen oder ja, sodass ihr dann das Mikrofon, ich zeige euch das mal gerade, dann hier abdrehen könnt von den Seiten. So, dann von der anderen Seite. Fast ab. So, genau. Dann könnt ihr das Ganze dann halt auch so dann befestigen und dann steht das halt nicht auf dem Tisch, sondern habt ihr das so sozusagen über dem Kopf stehen und könnt ihr das Ganze dann so aufnehmen. So kann ich jetzt auch mal noch die Rückseite zeigen. So. Ich hoffe, das blendet jetzt nicht so. Es glänzt ziemlich stark. Genau, hier ist einmal noch der Gain-Regler, womit ihr eure Stimme dann halt lauter oder leiser stellen könnt. Und unten, wie ich auch schon vorhin erwähnt habe, die ganzen vier Optionen, die ihr einstellen könnt. Ist ein bisschen schwer zu drehen. Wird vielleicht ein bisschen nervig sein, wenn ihr am Spielen seid oder irgendwas gerade am Aufnehmen seid und das dann regeln wollt, aber dürfte eigentlich kein Problem sein. Ja, und eigentlich war es das dann auch mit dem Video. Das Ganze habe ich ja schon euch jetzt gezeigt und später werde ich auch nochmal die Aufnahme vom Mikrofon dann zeigen, wie die Stimme dann darüber klingt und auch die vier anderen Settings. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. So, jetzt habe ich das Yeti von Blue auch mal angeschlossen. Und das ist jetzt die Einstellung Bidirectional. Und zwar für Aufnahmen soll diese gut sein, die man in der Frontseite und in der Rückseite am besten zu hören bekommt. Dies ist jetzt die andere Einstellung. Und zwar Cardioid, wo man die Stimme von der Frontseite am besten zu hören bekommt und auch viel klarer ist. Dann einmal Omnidirectional, wo man die Stimme, ob von rechts wie jetzt oder auch von der linken Seite jetzt, egal in welcher Richtung man das Mikrofon stellt, man hört die Stimme so gut es geht gleich. Und dann die letzte Einstellung ist Stereo. Da hört man die Stimme so wie jetzt. Ich gehe jetzt so ganz langsam nach rechts. Hört man auf den Kopfhörern dann weit nach rechts. Jetzt gehe ich wieder weiter zur Mitte und dann auf die linke Seite. Und so müsstet ihr dann das Ganze auch dann in euren Kopfhörern dann auf der jeweiligen Seite zu hören bekommen. So. Das war's jetzt auch mit dem Vergleich und auch zum Soundtest des Yeti Blue. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao!